Freunde, willkommen zu einem neuen Build-Guide in Elden Ring Shadows of the Erdtree DLC und ich zeige euch heute ein Build, der mit Sicherheit safe genervt wird, weil das Ding ist so übertrieben brutal und ihr habt wirklich gar keine Probleme mit kleinen Gegnern. Oder auch mit ganz großen Gegnern. Oder mit diesem Typ auf dem Pferd. Was dieses Bild so krass macht, das werde ich euch heute zeigen, Freunde. Denn wir bekommen damit fast gar keinen Schaden, teilen aber extrem krassen Schaden aus. Und wie das funktioniert, zeige ich euch heute, Leute. Pusht also mal den Like-Button und wir starten direkt durch. Freunde, ich kann euch jetzt schon mal sagen, das Schwert ist nicht der Star des Builds, obwohl wir hier das blutige Großschwert haben. Das haben wir nur, weil es richtig viel Schaden macht und wir aus einem sehr langsamen Schwert ein sehr schnelles Schwert machen. Der Star und der eigentliche Star ist der wirbelnde Schwerkraftstoß. Der ist übertrieben gut, Freunde, und ich zeige euch das Ganze jetzt auch nochmal im Vergleich mit anderen Builds, die es ja aktuell gibt und die auch häufig gehypt werden. Aber das Ding ist einfach übertrieben krass, der krasseste Bosskiller ever. Vor allem, wenn ihr in die Luft steigt, ist das Ding echt übertrieben. Schauen wir uns also an, im Vergleich mal mit Renalas Schwertern. Dem Build habe ich ja auch sehr lange gespielt, der auch sehr, sehr gut ist und richtig Bock macht bei Erkundungen. Und das ist wirklich ein geiler Build, den solltet ihr auch unbedingt mal spielen. Und den gibt es natürlich auch im Kanal, einen kleinen Guide. Aber schauen wir uns das doch mal an. Renalas Doppelklingen, die sind ja schon richtig geil, machen ordentlich Schaden, machen auch Bock zu spielen und die hauen auch die Gegner richtig gut weg. Sieht man hier ganz gut, Ritter kommt runter, ist tot. Eigentlich ganz geil, passt auch. Ist gut, müssen wir ja schauen, ob wir Schaden erkriegen. Ansonsten, Schwert der Nacht, momentan richtig gehypt. Finde ich gar nicht so mega geil, mache ich aber auch nochmal ein Bild zu. Und jetzt schaut euch das mal an. Schwert der Nacht, erstmal ihr müsst aufladen, habt schon mal richtig viel Schaden, den ihr bekommen könnt. Der Schaden ist bei weitem nicht so hoch wie bei Renalas Klingen und wir haben auch keinen Rundumschaden. Und wir kriegen auch noch ein paar auf die Fresse, bevor erst der Typ fällt. Kann natürlich auch sein, dass ich hätte besser ausweichen müssen. Jetzt schauen wir mal aber als Vergleich, Freunde, das Ding an. Das Ding, der Gegner kann euch nicht erwischen. Der kann euch einfach nicht treffen, außer es ist jetzt irgendwie ein krasser Boss. Alle Attacken, die auf dem Boden sind, auch gerade mit so Aura oder Wellen, nichts davon kann euch treffen. Hier der Gegner, zack, reingeflogen, direkt nochmal. Das macht er immer doppelt, ihr könnt das also immer zweimal machen und man könnte das hier auch noch wiederholen. Gestaggert ist der Gegner auch noch und durch das Schwert machen wir nochmal 3000 Schaden obendrauf. Also Freunde, ihr könnt euch selber entscheiden, welches jetzt das geilste Bild davon war, aber das ist der absolute Bosskiller meiner Meinung nach für dicke Gegner optimal geeignet. Jetzt zeige ich euch natürlich, wie das Ganze funktioniert, falls ihr das nachmachen möchtet und falls ihr auch durch die Gegend wirbeln möchtet, wie ihr wollt und hier die Gegner einfach aus dem Weg ausradiert. Ja, Freunde, das Ding macht halt auch übel Spaß. Ja, aber ihr solltet schon hier ordentlich was erkundet haben, damit ihr das Bild überhaupt nachspielen könnt. Um diesen Wirbel jetzt nun zu erhalten, müsst ihr zunächst einmal Kommandant Gaius besiegen, denn der gibt euch die Bossseele, die wir brauchen, um diesen Wirbel herstellen zu können. Den müsst ihr also einmal aus dem Weg geräumt haben und wie gesagt, als Erkundungsbild Renalas Bild auf jeden Fall das Beste meiner Meinung nach aktuell und mit dem habe ich auch den Gaius Gold gemacht. Haben wir das Echo des Wildschweinreiters erhalten, ist das perfekt, weil dann können wir nämlich diese Asche freischalten, welches wir auch wirklich auf jedes Schwert draufpacken können, was eine Asche erlaubt. Also es bleibt euch da auch wirklich selbst überlassen. Ich fand das persönlich ziemlich cool mit dem Großschwert und die Asche tauschen wir erstmal natürlich hier ein. Also nehmt euch die
das Echo des Wildschweinreiters und schnappt euch dann hier die Schwertlanze. Nicht die Steinklingen, die Schwertlanze, die enthält nämlich dieses Echo und die nehmen wir uns natürlich einmal mit. Ihr könnt das Ganze auch mal mit der Schwertlanze ausprobieren. Ich fand's Großschwert halt besser, weil es einfach wesentlich mehr Schaden raushaut und das eigentlich ja super langsam ist. Wir nehmen den Schaden jetzt aber und teilen den super schnell aus und daher fand ich das Großschwert perfekt. Ja, auf jeden Fall Großschwert habe ich dann dazu gepackt, natürlich abgegradet und die Asche hier einmal rein. Ich habe das Ganze auf schwer gemacht, damit es noch ein bisschen mehr physischen Schaden raushaut. Ihr könnt das aber natürlich auch noch auf was anderes machen, wie zum Beispiel Blut oder so. Also das ist bei euch natürlich selbst überlassen. Ich persönlich habe es auf schwer gemacht, um den Schaden noch mal ein bisschen hochzutreiben. Dann natürlich upgraden das Ding so weit wie es geht. Vielleicht auch vorletzte Stufe, falls ihr es erstmal testen möchtet. Und dann geht's weiter. Schauen wir uns jetzt auch nochmal unbedingt die Skillpunkte an und wie wir diese verteilen. Wir haben also 60 Kraft, 15 Geist, Kondition 32, Stärke 60. Das Schwert skaliert hauptsächlich mit Stärke. Geschicklichkeit brauchen wir nicht, Weisheit brauchen wir nicht, Glaube brauchen wir nicht. Arkane, das können wir noch ein bisschen hochschrauben, um noch ein bisschen Buffs zu machen, aber auch noch ein bisschen mehr Schaden rauszuhauen. Und ja, so ist die Attributspunkteverteilung, Freunde. Theoretisch eigentlich ein ganz normaler Stärkebild für Stufe 150, 160, so um den Dreh für das DLC eben ein Stärke-Arkane-Bild. Und ja, Kraft auf 60 ist eigentlich vollkommen normal, das brauchen wir ja so oder so. Und den Rest der Attribute findet ihr hier. Ansonsten schauen wir uns jetzt natürlich die Talisman-Ausstattung an und da haben wir natürlich Scherbe von Alexander, ganz klar, die beste Scherbe eigentlich im Spiel. Ich frage mich, ob es da im DLC noch was Besseres gibt. Verrottete, geflügelte Schwertinsiege, da es sich um eine Angriffsserie handelt. Ich habe es mal getestet, tatsächlich geht der Schaden da ein bisschen hoch, ich weiß aber nicht 100%, ob es vielleicht sogar noch einen besseren gibt, den könnt ihr aber später auch noch tauschen. Verstärkte, aufgeladene Zauber und Talente durch Godfreys Ikone. Und wie gesagt, der vierte ist auf jeden Fall wichtig, das ist nämlich ein neuer und das ist der Talisman, der für die Zweihänderwaffen zuständig ist. Wir haben ja eine dicke Zweihänderwaffe und da bietet sich dieser Talisman auf jeden Fall an. Wir sind schon gerade einmal vorbeigeslidet, sehe ich, da unten ist er nämlich, Zweihand-Schwert-Talisman. Und der verbessert Angriffe mit Zweihandwaffen und da wir ja immer eine Zweihandwaffe tragen, knallt das dann natürlich noch umso mehr. Und das Ding solltet ihr euch auf jeden Fall holen. Wie gesagt, die Schwertinsignie, die könnt ihr auch gerne mal wechseln, könnt da was anderes versuchen. Das ist auch möglich, die ist nicht ganz so wichtig, aber der hier und Alexander Scherbe ist bei dem Bild natürlich hervorragend und Godfreys Ikone auch. Den hier könnt ihr wirklich tauschen, auch vielleicht gegen was anderes, je nachdem, wo ihr gerade langlauft und gegen was ihr gerade kämpft. Ich zeige euch jetzt noch schnell einen Ausschnitt aus meinem vorherigen Video. Das Video findet ihr auch einzeln im Kanal, wie ihr den Zweihand-Schwert-Talisman findet. Und den Ausschnitt lasse ich jetzt einfach mal so durchlaufen und wir sehen uns dann quasi, hören wir uns nach dem Ausschnitt schnell wieder. Einer der besten neuen Talismane in Elden Ring Shadow of the Erdtree DLC ist auf jeden Fall der Zweihandschwert-Talisman. Das Ding ist richtig gut, besonders gut geeignet für jeden Stärkebild, aber auch mittlerweile für die Großkatanas sehr, sehr gut geeignet. Verbessert eure Angriff mit Zweihandwaffen. Diesen wunderschönen Talisman werden wir uns jetzt einmal holen und der ist sogar ziemlich einfach zu holen und ich zeige euch natürlich genau, wo ihr den findet. Klickt gerne auch mal den Like-Button, um das Video zu pushen und wir schauen gemeinsam auf die Karte. Um den Talisman zu bekommen, startet ihr am besten hier am Fuß der uralten Ruinen und diesen Weg folgt ihr einfach bis ganz nach unten zu den Drachenruinen. Also einmal hier komplett diesen Weg langlaufen und dann kommt ihr hier unten raus und dort werdet ihr auch den Talisman finden. Das ist eine kleine Ruinenburg und wie man genau da reinkommt, zeige ich euch jetzt gleich. Das ist nämlich gar nicht so einfach, bisschen tricky, man muss die richtige Stelle finden. Wir reiten aber jetzt erstmal schnell rüber und dann gucken wir mal, wo das Ding ist. Von der Gnade aus geht es einfach geradeaus durch, komplett hier den Weg entlang an den zwei Riesen vorbei und dem Weg folgt ihr einfach immer weiter. Es gibt quasi gar keinen anderen Weg, außer diesen Weg zu folgen. Lauft also komplett einmal durch,
bis ganz nach hinten. Hier immer weiter durch den Wald und dann hier rechte Seite entlang. Einfach der Markierung folgen, falls ihr euch die jetzt schon gesetzt habt. Und ich bin mir sicher, ihr werdet alle hier hinten bei den Ruinen ankommen. Und da geht's dann weiter. Hier sehen wir also schon einen kleinen Überblick über die Ruinen der Tempelstadt. Und hier gehen wir einmal raus und gehen darüber. Und da sehen wir so ein wunderschönes großes Gebäude, wo unser Marker reinscheint. Und da müssen wir einmal rein. Und zwar reiten wir hier einmal komplett außen rum. Und hier hinten gibt es dann so ein kleiner, wie so ein Hügel, wo wir rein können, mit so einem schwarzen Tuch darüber. Und da gehen wir einmal drauf. Also hier dieses Teil. Und da können wir mit einem Pferd hoch und von da aus dann rüberspringen. Macht auf jeden Fall hier vorher die Gegner platt, weil sonst ist das manchmal ein bisschen eklig. Auch wenn es nur kleine Schergen hier sind, die solltet ihr auf jeden Fall vorher mal erledigen. Denn sonst schmeißen sie euch vielleicht genau beim Absprung vom Pferd runter. Naja, auf jeden Fall haben wir die Gegner hier platt gemacht, holen uns hier unser Pferd wieder raus, wo wir auch eine Tränenflasche benutzen müssen. Ja, weil sie bei mir das Pferd also wirklich schon umgehauen haben und das dann ärgerlich. Also hier einmal hochgehüpft, vorsichtig hier rüber galoppiert und dann ein Megasprung hier rüber und dann haben wir es geschafft. Gehen hier einmal hoch die Treppe hier rüber und springt hier runter. Achtung, hier in dem Gewölbe ist auch noch ein Fragment, was ihr unbedingt einsammeln wollt. Wenn ihr euch hier einmal umdreht, die Gegner platt macht und hier einmal hochspringt in das Gebäude, ist da noch ein Fragment. Nehmt das unbedingt mit. Jetzt hier euch schön aufbuffen oder auch Geist holen, wie auch immer. Wenn ihr es easy haben wollt, dann rennt ihr nämlich einfach hier durch und hier am Ende kommt ein relativ starker Gegner, der mir beim ersten Mal ja ziemlich auf die Schnauze gehauen hat. Den habe ich jetzt hier einmal frisch gemacht und dann können wir dem Weg einfach weiter folgen und oben die Kiste einsammeln. Ganz easy eigentlich, Freunde. Ich wünsche euch viel Erfolg. Schnappt euch diesen Talisman, baut euch ein geiles Bild. Mein Ich von vor 2 Tagen hat euch jetzt sicherlich gut erklärt, wie wir diesen Talisman finden und wir können weiter zur Ausrüstung gehen. Und zwar nehmen wir hier den Feuerritterhelm, einer der besten Ausrüstungen. Und ich glaube, das Ding muss auch irgendwie genervt werden, weil das spielt momentan jeder. Erhöht leicht LP, Ausrüstungsgewicht und noch was auf Ausdauer, genau. Und das ist schon echt krass. Wir haben außerdem Rakshajas Rüstung. Die erhöht nämlich den zugefügten Schaden deutlich, aber der Träger kriegt auch ein bisschen mehr Schaden ab. Aber der Schaden, der dadurch dann ausgeht, der ist wirklich enorm und deswegen nehmen wir diese Rüstung mit dazu. Das könnt ihr natürlich selber ausprobieren, wie ihr das möchtet, falls ihr zu hart auf die Fresse bekommt mit der Rüstung, was eigentlich nicht passiert, weil die ja immer in der Luft schwebt, dann ist dieses Rüstungsset auf jeden Fall perfekt für uns. Ich zeige euch dazu jetzt erstmal, wie ihr den Feuerritterhelm holt. Und das ist ein Gegenstand, den wir farmen müssen. Der liegt also nicht irgendwo einfach rum. Den müssen wir farmen, um LP, Ausdauer und maximales Ausrüstungsgewicht zu erhöhen. Und ihr könnt das hier im Lagerhaus 6 der Stock machen. Achtung, auf Englisch heißt es Lagerhaus 7. Stock. Naja, auf jeden Fall gehen wir hier einmal raus und hier drüben ist ein kleiner Gegner, den erledigen wir natürlich direkt und farmen den. Wenn ihr den erledigt habt, sollte er irgendwas droppen, auf jeden Fall Schmiedesteine oder sonst was. Ihr macht das 2, 3 Mal und die Maske fliegt wirklich relativ schnell raus. Also ich habe das wirklich echt ganz, ich glaube 3, 4 Mal habe ich den gekillt und dann kam die schon nicht. Oder ich hatte sie schon im Gepäck. Auf jeden Fall ist das super einfach. Hier könnt ihr immer wieder hin und her gehen und euch diese Maske holen. Solltet ihr auch unbedingt haben, vielleicht später noch für PvP und sowas. Wenn wir die Maske in der Tasche haben, dann können wir auf jeden Fall weitergehen und können uns die Rüstung holen. Und da zeige ich euch wieder einen Ausschnitt aus meinem Video im Kanal und lasst das einfach durchlaufen, damit ihr bestmöglich die Rüstung Hey findet. Leute, willkommen zu einem neuen Elden Ring DLC Guide und wir holen uns heute Rakshajas Großkatana. Und das Teil ist wirklich cool, macht ordentlich Blutungsschaden und außerdem bekommen wir noch sein komplettes Rüstungsset. Wo wir das Ganze finden, damit ihr euch damit ein schönes Bild bauen könnt, zeige ich euch jetzt gleich. Im Grunde genommen starten wir hier am Unterlauf des Klausener Flusses und da können wir eigentlich den Wegpunkt finden und von dort aus losstarten. Wenn ihr den Wegpunkt aber noch nicht habt, müsst ihr hier oberhalb des Flussbett lang gehen.
um diesen Wegpunkt zu finden, quasi hier einmal gerade durch und ihr kommt quasi von der Schattenburg hier von der Wasserstelle des Schlosses, wenn ihr auf dem Schlossplatz hinten links die kleine Leiter runterklettert. Das sollte mittlerweile jeder gecheckt haben und unterlauf des Klauserflusses starten wir. Unser Ziel ist hier das östliche namenlose Mausoleum. Ist natürlich hier etwas blöd auf der Karte angezeigt, deswegen zeige ich euch natürlich nochmal den ganz genauen Weg dorthin. Wir starten also hier an der Unterseite des Flusses, schnappen uns unser Pferd und springen dann hier einmal an diesen Gräbern runter, damit wir auch nicht in die Tiefe fallen. Dann einmal geradeaus hier durch und hier einmal rechts um die Ecke komplett einmal durchreiten und ihr kommt dann, wenn ihr das Ding hier auch noch platt gemacht habt, hinten weiter raus und hier ist so ein kleines Mausoleum. Relativ schnell und einfach der Weg, hier einmal reingehen und hier natürlich den Bossgegner platt machen. Hier geht ihr dann rein und erledigt den Eimer und wenn ihr den erledigt habt, den guten Rakshaja, dann bekommt ihr hier auch sein Ausrüstungsset und sein großes Katana. Haben wir das alles zusammen, ist der Build fertig, Freunde, und ihr könnt jetzt auf Schnetzeljagd gehen. Probiert das unbedingt mal aus, macht richtig Spaß, gerade gegen richtig dicke Tanky-Gegner. Zugegebenermaßen gibt es bei dem Build auch einen kleinen Nachteil. Das Schwert an sich ist natürlich super langsam und es ist wirklich eher für Gegnerbrocken geeignet, anstatt als für Gegnermassen. Denn manchmal trifft das Ding einfach nicht, wie ihr hier so schön seht, und das ist immer schwierig. Ein Erkundungsbild würde ich sagen, ist es jetzt auf jeden Fall nicht. Es ist aber auf jeden Fall ein Bosskiller-Bild, ein Tanky-Bild, gerade wenn ihr am Ende rumlauft und vielleicht nochmal die dicken Gegner abgraben wollt, ist das Ding wirklich perfekt geeignet. Ansonsten immer noch mein Favorite, Renalas Bild. Guide dazu findet ihr natürlich auch im Kanal. Schaut euch das unbedingt mal an. Gerade zum Erkunden macht das mega Spaß zu spielen und ist auch super stark. Ja, Freunde, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Klickt gerne auf den Like-Button und wir hören uns.